Und herzlich willkommen zurück zu der Projekt Mind Test. Aber auf die Zunge gebissen. So, was wir jetzt auf jeden Fall mal planen, was wir auf jeden Fall vorhaben, ist auf jeden Fall gucken, wie wir jetzt eigentlich, ich will ja diesen Torbogen da machen. Und dadurch, dass jetzt die Bahnstrecke fertig ist und der Weg jetzt auch fertig ist, können wir jetzt tatsächlich den Torbogen auch in Angriff nehmen. Dann müssen wir aber gucken, wie wir das Ding designtechnisch designen. Ja, genauso. Ich würde halt gerne, dass das Ding halt hier irgendwo, ne, so in dem Bereich hinkommt, da so. Hier so. Die Frage ist halt nur, auf welcher Höhe denn jetzt nun tatsächlich. Weil hier hinten ist halt so, ne, so Brachland, da würde ich nicht unbedingt was bauen, sondern wirklich eher hier so vorne. Und dann würde ich mal sagen, bauen wir vielleicht tatsächlich genau hier auf der Anhöhe, wo hier das mit dem Sand aufhört. So auf der Höhe hier halt, ne? So, jetzt gucken, was bauen wir überhaupt. Meine Grundidee, wir bauen quasi hier so ein Atom, da eine Atom und die Türme sind halt miteinander verbunden mit so einer, ne, mit so einem Ding, mit so einer, so, na wisst ihr schon, hier so ein Bogen. Die Frage ist, wird das ein Wohnkomplex oder wirklich einfach nur ein reines Tor ohne Wohnraum? Ich würde am besten sagen, die unteren Stützen ist am besten ohne Wohnraum, und aber oben machen wir eine richtig mit Etage. Das heißt, ich brauche eine gewisse Grundfläche. Das heißt, wir gehen einfach nach Hause und holen uns ein paar Materialien, die wir brauchen werden. So, die Grundstützen, die Grundpfeiler, die nach unten gehen, sollten auf jeden Fall eine bestimmte Mindestgröße haben. Was nehmen wir denn da am dümmsten? 6x6. Vielleicht ein bisschen heftig, oder? Doch, wir nehmen 6x6. Doch, machen wir. So, erstmal das da rein. Das da rein. Ein bisschen ausmisten hier. Da wir jetzt quasi auch direkt vor unserer Haustür arbeiten, haben wir nicht mehr so weite Wege. Das ist ganz gut. So, Cleanstone können wir direkt mal hier cleanen. So, wir brauchen nämlich jetzt erstmal eine ganze Menge Dehnstein. Daraus würde ich nämlich das Grundkonstrukt machen. So, das heißt, das Ganze soll unten aussehen wie so eine Art Sockel. Also so, das quasi, wenn die Stützen hier ankommen, hier vorne noch so eine kleine Treppe als Sims ist, ne? Das geht dann quasi einmal drum herum. Das heißt, eine Stütze, wenn die 6x6 haben, haben also quasi einen Umfang von 24 plus die vier Ecken. Brauchen erstmal eine ganze Menge von diesen komischen Dingern da. Machen wir hier von erstmal ein paar. So ungefähr, ne? Passt so. Weg, 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 weg. So. Da brauchen wir also 24. Wir haben zwei Pfeile, also 48. So. Dann brauchen wir die Ecken, die waren irgendwie so hier. Ne, das war anders. Das war, dann war das, ja, was war das denn? Dann ist ja, war das so? Ah, genau. Dafür brauchen wir 8 Stück, da passt er wieder perfekt. Danke dafür. Okay, dann brauchen wir die Mauer selbst nach oben. Und das Allerwichtigste ist, für den Torbogen brauchen wir eine Menge Kacke. Das heißt, wir werden mal hier unsere komische Werkbank benutzen. Wir werden noch viel mehr brauchen. Ich mache mal euch hier rein. So, so. Alles, was wir kriegen können. So. Wir brauchen Torbogen. Gott, welche. Also, wir haben 3 Blöcke für den Weg. Plus 3 Blöcke für die Gleise. Plus jeweils noch 1 Block für den Sims.
Das heißt, wir haben eine gesamte Turmspanne von 8 Blöcken. Das heißt, ja, doch, genau, da haben wir quasi hiervon 2, also 2 mal 2, also 4. Wir machen mal komplett hier auf 4. So. Hiervon 4. Dann von der geraden Kurve 4. Das wäre dann das hier. Oder? Nein. Holy, weil wir irgendwie, wie designen wir das Ganze überhaupt? Ho. Doch, machen wir so. Das heißt, wir brauchen von den anderen jeweils immer 8. Richtig? Ich habe gerade keine Ahnung. Was fragt ihr mich denn bitte? So, testen wir das Ganze erstmal hier im Haus aus. Das wäre dann quasi so. Habe ich mal irgendwas, wo man gegentesten kann? Ach, ich bin doch am Arsch. Warum ist die Kante erst da oben? That's Bullshit. Also, wir haben auf jeden Fall einmal ich mache einfach mal provisorisch ein bisschen was hier bastelnderweise, damit ich mir das selbst ein bisschen besser vorstellen kann. So, 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 das ist die Kante, die wir haben. Dann kommt hier ein Block rein. Ne, schon ist das Ganze ziemlich zu tief, das muss noch höher. Ungefähr so. Ist natürlich dieses Kackding im Weg. Ach, leck mich doch am Arsch. Machen wir es in die Richtung. So. Also, hier kommt denn der Stein gegen. Das heißt, das ist hier schon mal so. Dann kommt hier das Ding. Das ist ja schon mal super. Geht das so? Ach, leck mich doch. Wow, das wollte ich jetzt nicht. Hilfe, ich baue gerade mein Haus auseinander. Hupsi. Schau mal, die ist ein bisschen langsamer. Okay, das heißt, wir haben einen Schraubendreher. Ja, habe ich. Habe ich das toll? Habe ich das? Na, das hab ich, nein, nein, habe ich nicht gemacht. War nur so aus, keine Angst. So, dann machen wir es jetzt mal doch. So und so. Und dann genau so. Und so. Dann passt das vom Torbogen her. Ach, Scheiße. Sieht das denn aus wie so ein richtig schöner, naja, weitgehend schöner Bogen, den hier nach oben kommt. Und wir haben eine Spannweite von 1, 2, 3, 4 Blöcken. Ah, Kacke, das heißt, es wird zu eng. Kommt nämlich hier oben direkt schräg auf schräger. Und das soll also nicht sein. Gut, andererseits, wir können die Dinger ja noch kurz ein bisschen weiter nach außen schieben. Dann haben wir quasi zwischen den Wegen und den Stützdingern halt noch ein bisschen mehr Platz. Dann haben wir quasi 10 Blöcke Platz. Ja, doch, machen wir so. Okay. Das ist doch mein Wort. Gut. Das heißt, wir werden eine ganze Menge Holz, Stein brauchen. Kacke wegschmeißen, was ist denn hier los? Ja, das Ding brauche ich wahrscheinlich auch. Nein. Auf mich gaga. Also. Ich nehme noch ein bisschen Holz mit. Zur Verzierung des Ganzen.
Und dann würde ich mal sagen, wir legen einfach mal ein bisschen los. Wie gesagt, so weite Wege haben wir ja gar nicht mehr hier zwischen den beiden Arbeitsplätzen. Also um Arbeitsplatz und von daher können wir auch ein bisschen hin und her rennen, ist ja jetzt nicht so viel. So. Das heißt zuallererst. Ach, der ist ja nur zwei breit. Oh. Oh. Das wird aber doch ganz schön groß, wenn ich jetzt die 10 Blöcke Platz habe. Oh, Scheiße. Also wir haben angenommen, ich mache hier, ich beginne hier. So, angenommen, ich beginne hier. Dann heißt das, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und bis ich da noch 3 Blöcke Platz haben. Wie soll denn das überhaupt gut aussehen? Doch, das geht schon klar. So, bam, bam, bam. Ja, der Baum muss natürlich weg. Da führt nichts drum herum. Das habe ich die Axt gar nicht dabei. Meine Spitzhacke meine ich. Macht aber auch nichts. So, hier brauchen wir erstmal Sand, um das Ganze hier aufzufüllen, weil, ne, das Ding ist natürlich ein bisschen breiter. Wir haben natürlich keinen Sand dabei. Dann nehme ich am besten direkt unseren komischen Sand, der da, ne, diese komischen Scheißsand. Ich bin natürlich voll. Hilfe. So, du musst jetzt mal raus. Die brauchen wir erstmal nicht mehr. So. Danke. Ach, spritze ich schon wieder alle hier. Was ist denn hier los? So, du, da oben. Okay, das heißt, wir brauchen hier Platz. Das sind jetzt genau 4 Stück. Ach ne, muss ja 6 Stück sein. Plus die beiden Eckdinger. So, das heißt, der Sand geht einfach mal bis hier. So. Ich wollte das mal hier ab, weil wir ein bisschen, ne, ein bisschen Grundfläche brauchen. Und da fällt sowieso in den Fußboden rein, von innen aus gesehen. Wenn ich sowieso noch keinen Plan habe, wie ich das Ganze überhaupt designtechnisch gestalte, die sollen denn von innen. Weil wenn da oben drüber Wohnraum sein soll, dann müssten wir ja quasi im Turm eine Treppe nach oben bauen. Müssen wir sowieso gucken, wie es gerade denn aussieht. Leck mich. Ups, ich bin voll. Ja, leck doch die Wand. Was? 1, 2, 3, 4, 5. Was? 1, 2, 3, 4, 5, genau. 6. Plus die Ecke. Das ist korrekt. Ich weiß nicht.
Haben wir eine Schippe dabei? Ja. Haben wir. Komm, geht mal alle hier nach oben. Das ist ja hier. Das ich bin gerade hier ein bisschen auf. So, weg. Alle weg. Alle weg. Alle weg. So. Ich schalte mir mal Alkohol mit. Das mich jetzt als ja, das war intelligent. Das ist hier als Baugrund. Und hier genau das gleiche. Das heißt, oh, das war mal der falsche, bitte du, danke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, easy, so, hier könnte noch das Sandding drumherum. Ich mache jetzt mit Dinger da fertig. Das sehe ich noch gar. Danke. Danke. So, hier auch. Dum dum. Dum dum dum. Dum dum. Dum dum. Dum. Sehr schön. So, jetzt kommt da 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 da. Da, 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 da. Perfekt. So. Und ja, der Berg soll mit Absicht ein bisschen künstlich wirken, weil es ist ja aufgeschüttet an der Stelle hier. Ups. Ich bin blind. Hallo? Sieht aber scheiße aus. Machen wir weg. Ja, so sieht schon besser aus. Ja gut. Oha. Bleibt so. Wunderbar. So, jetzt kommt hier rein das Ding. Ist das überhaupt sinnvoll, was ich gerade mache? Wahrscheinlich also weniger, gell? Oha. Jetzt fällt er aber tief. Aua. Ja, richtig. Das tut aber weh hier, ey. Aua, aua, aua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, wo hab ich das gerade geschafft? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß auch nicht, hey, was auch immer gerade geklappt hat. Ich habe keine Ahnung. So, okay, jetzt haben wir hier schon mal, ne? Schon mal die Grundsäule.
Dazwischen können jetzt diese ganzen Dinger hier, die für die gerade kein Platz ist. Oh, Scheiße, Alter, weg mit dir. Was soll ich jetzt gerade? Achso. So, ihr bitte so. Und dann. Ja. Hat er gut funktioniert. Da. Da. Ich brauche Swap. Und Swag. Was wird hier eigentlich? Oh, das ja. Boah, schon wieder so viel Trash in der Scheißkacke. What? Sieht schon besser aus. So. Was war egal. So, du kommst nach da. Naja, 6 ist riecht ein bisschen schmal. Muss ich ja mal so sagen. Komm, das Ding mache ich hier einfach massiv ohne Fenster. Hier ging natürlich nicht, weil hier kommt dann ja später die Tür rein. So, aber da drüben ist massiv, genau. Könnte ich eigentlich hier auch schon direkt den Boden reinziehen. So, der nächste Stack. Ah, ja, 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 ja. Ah, das ist total. Oh, mir fällt gerade auf. Ich habe gerade eine fatale Verschwendung begangen. Hier kommt doch eine Wand rein und da kommt doch eine Wand rein. Das heißt, hier brauche ich die gar nicht. So. Danke dafür. So, perfekt. Hier kommt wieder die Tür rein und hier hat man einen kleinen Eingangsweg gedöhnt. Perfekt. Easy. So, ich komme dann später noch eine Treppe rein, aber darum kümmern wir uns dann, wenn es soweit ist. Jetzt müssen wir erstmal hier irgendwie hochkommen. So. Genau. So, gucken wir schon mal, auf welcher Höhe fangen wir eigentlich an jetzt mit der Schräge hier, mit der komischen Kurve. Würde halt schon irgendwie. Ach, mach ich den für Kacke, Alter, gerade weg, weg, alles weg. So. Ich würde halt schon gerne hier ein bisschen weiter oben anfangen, aber auch nicht zu weit oben, sonst wird das Ding einfach zu riesig. Vielleicht fangen wir doch erstmal hier an. Mir gleich ein Baugerüst, ist ja schlimm hier. Muss ich am besten auch. Brauche ich jetzt erst ein Baugerüst fürs Baugerüst? Hallo. Wir haben einen Gast, wir haben einen neuen Spieler im Game. Hallo. So, Schraubendreher. Ach, wo soll ich denn schon der Schraubendreher hin? Da. So, das heißt, oh, genau.
1, 2, 3. 1, 2, 3. So, hier kommt jetzt das komische Ding dagegen, aber wenn ich das so mache, ja, war klar. Muss ich jetzt auch wieder rotieren. Ach, das kommt so scheiße hier. So. Jetzt kommt es. Das heißt, ich brauche jetzt da so 2. 1, 2. Dann darüber halt der Abschluss. Oh, scheiße, die wandern. Ich will sterben. So, was? Ich bin auch bescheuert. So. Das wird dann hier weitergezogen. So lange, bis ich runterfalle. Und hier mal das Gleiche. Das geht bis dahin und darüber komme ich dran. Ja. Ja. King of Jump. Twink. Passt jetzt mal. So, dann kommt jetzt mich hier jetzt wieder so ein Ding hin und so ein Ding. Ach, der war jetzt richtig. Kann ich den vielleicht auch richtig machen? Spare ich mir jetzt den Schraubendreher. Der geht aber auch schnell kaputt. So. Und so. So, dann haben wir jetzt hier die Kurve. Das heißt, dann haben wir zwei Lücke. Oder ich mache nur eine Lücke. Das ist das Ganze zwar, ne? Aber dafür haben wir hier zumindest auf beiden Seiten jeweils zwei Lücke. Das macht dann vielleicht die Gesamtkonstruktion ein bisschen schöner. Hoffe ist. So. Jetzt überlegen. Da kommt denn das Ding hin. Das heißt, ich brauche jetzt 2. So, genau. Das heißt, an der Stelle kommt dann wieder der Baum hin. Später. Macht das Sinn? Hä? Moment mal. Was? Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Hä? Also, wir haben hier... Achso, weil ich hier eins weiter innen begonnen habe. Hätte ich das ganze Stück doch eins nach innen ziehen können. Gut, da muss ich doch mal also doch eine Zweierlücke lassen. Okay. Ist ja nicht so schlimm. Jetzt, wo wir wissen was. Nein, da wird dann. So, dann müsst ihr also auch wieder ab. Dankeschön. So, 1, 2, genau. Jetzt kommst du nach da. Hier kommen zwei Dinger ran. Und dann, genau. Da, da. 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 So, hier kommt dann später dieses. Das ran und das ran. Da kommt dann jeweils die Schräge gegen. Wenn ich Glück habe, auch sogar ohne, dass ich sie. Na, natürlich kein Glück. Ohne, dass ich sie drehen muss, aber. Ah, genau, okay. So kann ich sie platzieren, ohne dass ich sie drehen muss. Sonst geht jetzt nämlich hier nämlich langsam der Schraubendreher aus. So, und jetzt kommt nämlich hier, denn auf der Höhe kommt dann nämlich später das Ding. Der Baumstamm. Perfekt. Das heißt so 1, 2, 3, 4, 5. Easy. Ach komm, du Schwanz. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. So. Ja, das war klar. Kennen wir ja nicht anders. Schafft der Schrumpf ja schon. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Perfekt. Unser Torbogen sieht wunderbar aus. Ja, verbesserungswürdig, aber gut. So. Dann kann das hier auf jeden Fall schon mal wieder weg. Habe ich keine Schippe dabei? Doch. Handarbeit, ich glaube es ja. Dankeschön. Yay. Wäre so schön gewesen. So, sehr gut. Zwei, drei, fuck my life. Irgendwie so. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach, scheiße. Eins, zwei, drei, vier. Der liegt muss wieder weg. Komm ich da ran? Wo ist denn hin? Hallo, wo ist denn hin? Ach da. Runtergeplumpst. Glaub's ja. So, okay. So, die Seite hier ist dann komplett ohne Funktion. Hier ist gar nichts drin. Ist also einfach nur ein Stück Hohlraum. Ich hoffe, hier drin spawnen keine Monster. Das wäre nicht so schön. Perfekt. Ach, ein wunderschöner Turbo. Wunderbar, wunderschön. Hallo? Wie war's mal mit? Oh. Oh, dieser Kacke geht mir so hart auf den Penis. Er hat Penis gesagt. Problem damit, wir sein abhaben. Arschloch. Er hat Arschloch gesagt. Fress jetzt! So. Ich sollte mal Großbauer werden, ey. Oh, apropos Großbauer, jetzt fall ich tief. Autsch. Sehr schön. So, die beiden Haupttürme und der Bogen dazwischen ist schon mal fertig. Ja, das gibt die nächste Folge. Guck, ob es wirklich so gut denn letztendlich wird, wie ich mir das gehofft habe. Bis dann.